Vor mehr als einem Jahrhundert war der heutige Gertraudenfriedhof als Zentralfriedhof der Stadt Halle geplant. Heute ist er mit 37 Hektar Fläche der größte Friedhof der Saalestadt. Seine berühmtesten Wahrzeichen sind die imposante Trauerhalle und diese beiden Säulen. 10 Meter hoch thronen sie auf der Terrasse, auf ihnen überlebensgroße Figuren, die Leben und Tod symbolisieren. Von außen hat die Trauerhalle einen quadratischen Grundriss, von innen aber ist sie rund. Die kalten Farben lenken die Aufmerksamkeit nach oben in die Kuppel. Ich finde diese Trauerhalle sehr beeindruckend. Sie steht unter Denkmalschutz, ist aber auch in Betrieb. Hier finden Trauerfeiern statt. Und bei mir ist Uwe Bornschein vom Verein für Friedhofskultur in Halle. Der kennt sich aus, hat einen Plan von diesem und von den anderen 25 Friedhöfen, die Halle zu bieten hat. Welche Bedeutung hat denn dieser hier für die Saalestadt? Ja, der Gertraudenfriedhof ist für Halle ein ganz besonderer Friedhof, denn der damalige Stadtbaurat Wilhelm Joost hat hier eines seiner frühen Meisterwerke geschaffen. Er hat nämlich nicht nur regionale Künstler hier am Bau verpflichtet, sondern hat selbst wegweisende Architektur hier verbaut. Wilhelm Joost war Architekt und Stadtbaurat. Von 1912 bis 1939. Während seiner Amtszeit schuf er neben der Trauerhalle noch ca. 50 andere Bauwerke in der Stadt. Die Trauerhalle ist ja ein sehr monumentales, riesiges Bauwerk. Warum hat Wilhelm Joost sie genauso gebaut, wie er sie gebaut hat? Ja, unser Stadtbauer, Herr Joost, der hat damals das sehr populäre Gemälde Die Toteninsel von Arnold Böcklin als Vorlage für das Wasserbassin und unsere monumentale Feierhalle hier genommen, hat also ganz moderne Formen und Ansichten hier verbaut. Und warum heißt der Gertraudenfriedhof Gertraudenfriedhof, wie meine Oma übrigens? Ja, das hängt damit zusammen, dass also auf dem Marktplatz in Halle ja früher zwei Kirchen standen, Sekt Gertrauden und St. Marien. Und bei der Zusammenfügung beider Kirchen ist der Name St. Gertrauden verloren gegangen. Und als Erinnerung an den alten St. Gertrauden Friedhof ist also dieser neue Friedhof damals auch so benannt worden. Und diese beiden Schornsteine mit dem Steg dazwischen auf der Rückseite des Gebäudes sind den Hausmannstürmen der Halleschen Marktkirche nachempfunden. Der Friedhof ist gespickt mit etlichen kleineren Bauwerken, wie zum Beispiel mit dem Kolumbarium von Wilhelm Joost. Es gibt ganze 58 verschiedene Brunnen. 20 davon stehen unter Denkmalschutz, dieser Art Deco-Brunnen zum Beispiel. Die Trauernde auf der Mondkapsel heißt er. Die Stadt hat ihrem Stadtbaumeister ein Ehrengrab gewidmet, an dem man per QR-Code seine Biografie nachlesen kann. 1944 ist der Schöpfer dieses Friedhofs gestorben. Hier ist er bestattet. 1944 wurden auch Teile des Friedhofs bombardiert, weil hier nämlich Flugzeugwerke in der Nachbarschaft waren. Musste Wilhelm Joost das noch miterleben? Zum Glück nicht. Er ist einige Wochen vor der Bombardierung seines Friedhofs hier auf dem Gut seiner Tochter in Posen, in Polen, schicksalshafterweise gestorben. Und wurde dann wieder nach Halle zurückgebracht? Richtig, genau. Vielen Dank, Herr Bornschein. Und wenn Sie sich für Friedhofskultur interessieren, der Verein für Friedhofskultur in Halle bietet Führungen dazu an auf den Friedhöfen dieser Stadt. Und wir sind morgen in einer ganz anderen Stadt, nämlich in Dessau. Dort gibt es mitten im Tierpark ein Mausoleum.